Jetzt läuft man, genau. Ja, jetzt geht auch noch schneller. Jawohl. Klasse. Nur Luftverdrängung. Nur Luftwarm, Luftkalt. Luftwarm, Luftkalt. So, wo sind deine Messgeräte? Was haben wir denn hier? Ich hole. Mal Stufe 1, müsste eigentlich schon reichen. Stirling Motor mit Heißluftfilm. Ja, Powermuschel. Machen wir. Du hast doch irgendwas im Finger eingebaut. Na. Und wieso ist das so? Tja. Aber funktioniert nur von unten. Nur wenn du Plaste irgendwie mit dazwischen hast. Oder? Nee, guck mal. Guck mal. Da war eine richtige Anziehungskraft. Ja. Ja, ich glaube, das schickt, oder? Das ist alles gut gelöst. Ah, du warst jetzt innen drin im Kern. Teraz Polska!
Gut, nach dem Anfahren waren sie bei 14,5 Volt. Ne? Und jetzt haben wir hier eine sehr schöne Einstellung gefunden, wo sie nach und nach sich wieder ganz schön gut brabbelt, die zwei Dinger. Ja, 200 mAh pro Stück, also insgesamt dürften sie, wenn sie in Reihe sind, dann auch nur 200 mA liefern, allerdings dann bei doppelter Voltzahl. Ne? Also kommen wir wieder aufs selbe Ergebnis hinaus. Ja, mal gucken, wie lange die jetzt so leuchtet hier. Mit den zweien, oder? Ja. Ich hab keine gerade ganz aktuell, weil wir gerade an Libby was schreiben. Action for free. Hier ist die Erika. Leuchtet nach wie vor. Und wir haben jetzt ausgerechnet, 76 Stunden durchgängig läuft sie jetzt schon. Ne? Ja. 76 Stunden durchgängig, hat bei 3,7 Volt angefangen und ist jetzt bei 2,7 Volt.